Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schleswig-Holstein-Urlaub ohne leckeres Essen, ohne kreative Küche, ohne versierte Servicekräfte in Restaurants, ohne moderne und gemütliche Hotels, für mich nicht vorstellbar und für unsere Gäste auch nicht. Und die Erfolge unserer Tourismusstrategie sind ohne Hotels und Gaststätten nicht denkbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dörfer ohne Landgasthöfe, für mich nicht vorstellbar und die Menschen im ländlichen Raum auch nicht. Aber die Landgasthöfe stehen massiv unter Druck, auch weil sie sich in vielen Fällen auf Familienfeiern spezialisiert haben. Darum und weil ihnen im ländlichen Raum eine wichtige Rolle zukommt, müssen wir gemeinsam ein Gasthöfesterben verhindern. Die Situation ist außerordentlich schwierig für die gesamte Branche. Die Corona-Pandemie bedeutet für die Gastronomie durch Schließungen und Beschränkungen, die zu verringerten Gästezahlen führen, harte Einschnitte. Öffnen ist meist teurer als schließen. Und darüber hinaus verzeichnet der Tourismus insgesamt von Januar bis Juni 43,3% weniger Gäste und knapp 38% weniger Übernachtungen im Vergleich zum letzten Jahr. Und diese Situation ist nicht nur schlecht für unser touristisches Angebot, das ist vor allem auch eine Gefahr für die Arbeitsplätze. Im schleswig-holsteinischen Hotel- und Gaststättengewerbe arbeiten in etwa 5.200 Betrieben mehr als 80.000 Beschäftigte. Jeder fünfte Schleswig-Holsteiner profitiert von Schleswig-Holsteins Gastgewerbe. Und während der Tourismus an der Küste in diesem Jahr wohl über die Runden kommen wird, ist die Lage in vielen Teilen unseres Landes, ich denke da an Binnenland, ich denke an die Städte, ich denke an den Mais-Tourismus, außerordentlich düster. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hotels und Gaststätten unternehmen so einiges für einen sicheren Betrieb. Ich habe es hier schon gelobt und will das noch einmal tun. Das Hygienekonzept, die Exit-Strategie des DEHOGA zur Wiedereröffnung war und ist eine große Hilfe für uns alle. Für die Beschäftigten, für den Tourismus, für den ländlichen Raum lohnt sich der Einsatz, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Gastronomiebranche für eine Zeit nach der Corona-Pandemie. Denn es wird eine Zeit nach der Pandemie geben. Und ich möchte, dass wir dann Gastronomie als wichtigen Bestandteil dieser touristischen Infrastruktur noch vorfinden werden. Und da ist jeder Beitrag willkommen und hilfreich. Jede und jeder von uns kann und sollte essen gehen. Ein schönes Essen im Restaurant tut uns und den Gastronomen gut. Die Kommunen zeigen sich großzügig bei den Flächen für Außengastronomie, aber auch bei den Sondernutzungsgebühren. Danke dafür. Und Bund und Land haben umfangreiche Zuschuss- und Darlehensprogramme aufgelegt. Gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gab und gibt für die Corona-Krise keine Blaupause. Es ist unmöglich, von Anfang an alles richtig zu machen, Wirkungen, Handhabbarkeit zu antizipieren, Hilfen perfekt auszugestalten. Und so ist das zum Beispiel auch mit Soforthilfe und Überbrückungshilfe in der HOGA-Branche. Betriebe, die versucht haben, ohne staatliche Hilfen auszukommen und die Soforthilfe erst im April oder Mai beantragt haben, sind nicht selten die Verlierer. Gleiches gilt für Landgasthöfe, wenn sie für ihre eigene Immobilie keine Pacht zahlen. Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass Soforthilfe und Überbrückungshilfe in den Überschneidungsmonaten nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Und das käme auch anderen Branchen zugute, aber ich stehe hier für den Tourismus und andere sollen da gerne profitieren. Unser Antrag und der Änderungsantrag der Koalition setzen zusammen ein richtig gutes, ein starkes Zeichen des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Ende der Corona-Pandemie ist leider noch lange nicht abzusehen. Zum Schutz der Arbeitsplätze, zur Bewahrung der touristischen Infrastruktur für eine Zeit nach der Pandemie ist es notwendig, dass die Überbrückungshilfe für bedürftige Betriebe eben nicht im August endet. Der Koalitionsausschuss im Bund hat dazu am Dienstag das Richtige beschlossen. Aus dem Bundesfinanzministerium waren dazu vorher bereits positive Signale zu hören. Ich habe wahrgenommen, dass die Verlängerung der Überbrückungshilfe eher ein Selbstläufer und in einem Paket von ganz vielen Maßnahmen war. Es kommt nun darauf an, dass das Bundeswirtschaftsministerium mit gut handhabbaren, mit passgenauen Förderprogrammen das Abrufen der Mittel auch möglich macht. Zum Schutz der Arbeitsplätze, für das Überleben unseres touristischen Angebots und für die Zeit nach der Pandemie. Vielen Dank. Applaus